Ja, guten Abend. Es ist wieder einmal mehr Feierabend und ich habe mich heute auch wieder einmal mehr kurz entschlossen, ein kurzes Feedback der Zeit, die jetzt im Moment herrscht, etwas dazu zu sagen. Es beginnt langsam Herbst zu werden. Die Tage werden kühler. Wenn man nach draußen geht, jetzt nach dem Nachhauseweg, muss ich bereits wieder eine Jacke anziehen. Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger und die Sonne hat sich bereits zu diesem Zeitpunkt bereits schon verabschiedet und langsam kehrt die Dunkelheit ein. Es ist die Zeit, Herbstzeit, wo nicht nur sämtliche Erträge aus den Apfel- und Birnenbäumen in die Musterei gebracht wird und einen feinen Apfelsaft gepresst wird oder was ich auch liebe, so einen feinen trüben Schorle-Saft daraus gemacht wird, sondern es ist auch die Zeit, wo viele mit dieser Dunkelheit und mit den kurzen Tagen seine Mühe haben und durch das auch sehr oft in eine Depression verfallen. Warum ist das so? Warum reagiert die Wirbelsäule so, wenn im Herbst die Tage kürzer werden, eigentlich auch diese Herbst- oder Winterdepressionen sich wieder etwas mehr bemerkbar machen? Ja, es ist so, dass halt einfach, du musst dir das so vorstellen, deine Seele ist wie eine weiße Kugel. Die weiße Kugel ist aber bedeckt von verschiedenen Seelenteilen, von verschiedenen Ereignissen aus deinem Leben, aber auch viele verschiedene Ereignisse von den Vorfahren bis zu 5, 6, 7 Generationen zurück, wo irgendetwas mal stattgefunden hat, wo diese Person bedrückt hat, wo bei dieser Person Ängste ausgelöst hat und schlussendlich auch in dem Sinne eine Blockade ausgelöst hat, dass man eigentlich diese wunderschöne Wirbelsäulenseele nicht mehr ausleben konnte, sondern eben je mehr für solche Ereignisse da stattgefunden haben, die immer mehr Überhand bekommen und Überhand mehr Raum und Platz einnehmen. Man kann sich vorstellen, eben diese weiße Lichtkugel von der Wirbelsäulenseele ist bepflegt, wie beim Mond, wo einfach ein Teil abgedeckt ist und nicht mehr sichtbar ist für uns. Genauso ist es dann auch mit der Wirbelsäulenseele. Ein Teil ist abgedeckt. Und je dunkler es draußen wird, desto weniger Licht ist auch vorhanden. Und wir brauchen Licht zum Leben. Wir brauchen Licht, unser Körper, unsere Augen, unsere Seele, unsere Wahrnehmung braucht das Licht. Und je weniger Licht das da ist, desto weniger Kraft ist auch da, um dann diesen restlichen Mond, sage ich jetzt mal, wo noch nur noch eine Sichel da ist, dass man die sieht und dass sie auch noch ein bisschen ihren Raum und Platz hat und genug Licht hat, um in diesem Leben eben auch zu existieren und zu funktionieren. Und eben, wie gesagt, je länger das die Nächte werden, je dunkler das die Nächte werden in dem Sinne, desto
weniger Licht halt einfach auch unsere Wirbelsäulenseele zur Verfügung, um zu strahlen. Gut, was können wir dagegen tun? Wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, dann ist es eigentlich so, dass ich diese dunklen Seiten, diese Schatten auf dieser Seele, die sehe ich, aber ich gehe dann eigentlich hinein, in diese Ursachen hinein, in die Tiefe hinein, egal wo sie entstanden sind, sei es bei einer Urgroßmutter, die irgendwie eine tragische Sache verarbeiten musste, in die eine große Trauer gefallen ist, nicht mehr herausgekommen ist und noch das und dies und jenes Ereignis dazugekommen ist und dann vielleicht zu diesem Moment schwanger war mit einem Nachkommen, das war schlussendlich in diesen kleinen Körper einfach übernommen wurde, in der Wirbelsäulenseele übernommen wurde und so auch über Generationen weitergetragen wird. Wenn ich diese Bilder habe, das sind wie so Sequenzen aus den verschiedenen Leben, eben wie ich auch schon gesagt habe, wie so kleine Filme, die da gleichzeitig ablaufen, gehe ich dahin, löse das Problem. Also, ich muss dir so vorstellen, das ist wie eine Geschichte, die sich irgendwo auf dieser Welt mal stattgefunden hat. Diese Geschichte ist diese und diese Situation. Und diese Situation, die kann dann geklärt werden und aufgelöst werden. Und so ergibt sich dann ein anderes Bild. Und dieses Bild wiederum projiziert eigentlich in den nächsten Teil der Wirbelsäulenseele das immer wieder weiter und kann so aufgelöst werden. Und so kann Schritt um Schritt eigentlich diese ganze die Seele, diese verschiedenen Flecken und diese dunklen Stellen können dann so wieder aufgelöst werden, dass eigentlich wie der Vollmond die Seele wieder leuchten darf. Ich sage jetzt bewusst dieser Mond oder dieser Vollmond. Es ist leider so, dass wir sind nicht nur die Sonne alleine, sondern wir sind halt eben auch wie der Mond, wo von verschiedenen anderen Leben und verschiedenen anderen, sage ich jetzt mal, Sonne angeleuchtet wird. Und wenn da halt irgendwelche Schatten sind, dann übernehmen wir das. Und das ist dann halt eben sichtbar oder respektive verdeckt uns die Sichtweise auf diesen klaren Teil. Und das ist eben auch wie beim Mond. Wir sehen diesen Teil, der beleuchtet ist. Und das ist das Gefühl, was du in diesem Moment hast, wo du dich halt vielleicht scheiße fühlst oder halt einfach es dir nicht gut geht, wenn da nur noch eine kleine Sichel sichtbar ist, obwohl dass der Mond immer und ewig in der ganzen Größe vorhanden ist. Also darum lösen wir die Geschichten auf und können so durch die verschiedenen Generationen durch Step by Step das Ganze auflösen. Ja, ich weiß, es tönt jetzt irgendwie ein bisschen einfach. Für mich ist das völlig logisch, aber für dich, liebe Zuschauer, verstehe ich es, dass es nicht immer logisch ist, aber genau aus diesem Grund mache ich auch diesen YouTube-Film schrittweise immer wieder irgendwie etwas dir näher bringen kann und versuche es zu erklären, wie es überhaupt in diesem Zeitpunkt gerade überhaupt möglich ist oder ich die Worte finde dazu. Und für das schreibe ich auch meine Bücher, wo eigentlich alles
Geschichten drin sind und Erfahrungen und Hintergründe hinter diesen verschiedenen Ereignissen, Gebrechen und Krankheiten, die da schon aufgelöst werden durften. Also, ich danke dir fürs Zuhören und hey, genieße die Zeit an der Sonne und versuche immer wieder für dich und deine Seele das Licht zu finden und dem auch ein bisschen entgegenzuwirken, indem dass du auch hinausgehst und dich diesem Leben stellst und mutig bist und wenn nicht da ist, das wirklich auch in vollen Zügen aufsaugst und zu dir nimmst. Du kannst es gebrauchen. Also in dem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend und genieß doch den schönen dunklen Abend bei einem Kerzenlicht mit einem Kopfhörer und einem guten Hörbuch, wo immer meine Bücher mitgeliefert werden. Und ich denke, es hilft dir ganz bestimmt ein bisschen weiter. Also, in dem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.